Moin Leute, willkommen bei Elite Fact. Ich bin's, der Zero, und ja, erstmal frohes Neues an euch alle. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Ich hab's auf jeden Fall und ich spüre das auch noch in meinem Kopf. Naja, egal, das ist was anderes. Ja, jetzt geht's erstmal mit einer neuen Folge Top Topic hier auf Elite Fact weiter. Ja, in der Folge Top Topic diesmal geht's um Battlefield 4 in 2015. Ja, was uns alles 2015 so in Battlefield 4 erwartet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und da will ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Schauen. Ja, der Weg in die Zukunft von Battlefield 4. Was passiert denn jetzt alles 2015? Was ist denn jetzt noch los? Und da muss ich sagen, dass man da erstmal zurückblicken muss auf 2014. Was ist denn alles 2014 passiert in Battlefield 4? Und wenn man sich daran zurückerinnert, oh je, wie das angefangen hat mit Battlefield, da war das ganze Spiel ja noch voller Kinderkrankheiten, beziehungsweise sagt man das überhaupt so? Das klingt ein bisschen perfide, ich glaube, sag mal besser. Es war auf jeden Fall noch ziemlich problembehaftet, um es so auszudrücken. Und ja, da hatte man ja schon echt Probleme, das Spiel vernünftig zu spielen. Dann kamen nach und nach ja immer mehr Patches raus, die das Spiel immer besser spielbar gemacht haben, und meines Erachtens nach muss man einfach mal ganz klar sagen, der größte Patch ist ja der Herbstpatch gewesen, wo das Spiel dann auch wirklich komplett auf dem Stand gekommen ist, meines Erachtens nach, wie es schon hätte rauskommen sollen. Und das hat uns ja alles 2014 in Battlefield 4 alle sehr beschäftigt, dass man das Spiel so optimiert, dass man es halt wieder vernünftig spielen kann, wobei zusätzlich natürlich auch die ganzen DLCs rauskommen, das ist ja klar. So, und jetzt 2015, was passiert denn da? Ich meine, einige wissen es vielleicht schon, aber Final Stand ist nicht das Ende. Es kommt nämlich noch ein DLC raus. Das muss man einfach nochmal ganz klar sagen. Das ist auch ein entscheidender Schritt in Battlefield 4, der jetzt nächstes Jahr ja gemeistert wird. Nämlich die Entwickler haben gesagt, ja hier, passt auf, ihr könnt voten. Nehmt die besten Maps, die euch gefallen haben, also immer jeweils eine aus den ganzen Battlefield-Teilen, und dafür könnt ihr voten, und die kommen dann halt in diesem DLC dran. Ja, und das soll jetzt nochmal so rauskommen als große Entschädigung dafür, dass es am Anfang halt so holprig war. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze vielleicht schon ein bisschen zu spät kommt. Okay, die Aktion ist natürlich, kann man absolut nichts mit falsch machen. Ist eine coole Sache von denen. Finde ich auf jeden Fall korrekt, ne? Und ja, ansonsten, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die 2015 in Battlefield 4 wahrscheinlich vielleicht auch, das muss ich noch eben ganz kurz dazu sagen, vielleicht auch kostenlos rauskommen wird. David Soylent hat nämlich daraufhin, also da war eine Frage, hat jemand gefragt, so, ja, was ist denn jetzt? Kommt das Spiel jetzt kostenlos raus so für alle, weil es soll ja anscheinend eine Entschädigung sein? Dann hat Soylent halt gesagt, ja, eigentlich wäre es halt schon, ja, gerechtfertigt, wenn es kostenlos wäre. Und das ist ja schon indirekt eine Bestätigung, aber da kann man halt nicht sagen, ja, okay, jetzt ist es so. So, und das erstmal zu diesem Preissache, zu der Preissache. Ja, und das wird 2015 auf jeden Fall auf der Matte stehen in Battlefield, und das ist auch ein großes Thema. Ja, was erwartet uns 2015 denn noch alles in Battlefield 4? Und erstmal abgesehen davon, dass noch einige Fixes anstehen, so wo Kleinigkeiten und Details halt ja verbessert werden, wo man zum Beispiel sagt, ja okay, das wäre mir jetzt vielleicht so noch nicht direkt aufgefallen, aber das wird halt auch noch ja optimiert, und zum Beispiel auch Map-Glitches und alles, was so in diesem Bereich fällt, wird natürlich versucht rauszufixen. Das wurde auch ganz klar gesagt, und da wurde auch nochmal Stellung genommen, auch für eine bessere Server-Performance und Stabilität, auch wenn das nach und nach versucht wird, immer wieder durchzusetzen, aber ich glaube, jeder von euch kennt es, ich hatte selber auch das Problem, dass die EA-Server jetzt nicht so die geilsten sind, und dass da auch nochmal auf jeden Fall nach oben das ganze, ja, die ganze Qualität nach oben geschraubt wird, was die Server-Performance angeht. Und da hoffe ich auch einfach mal, dass das definitiv besser wird, weil das ist nochmal so ein Ding, wo ich mir einfach sage, so, ja, das hat jetzt vielleicht noch nicht mehr, ja, okay, es hat natürlich was mit dem Spiel zu tun, aber wie soll ich das erklären? Das hat nicht mit dem Spiel intern was zu tun, so meine ich das. Und, boah, habe ich mich jetzt gerade schlau ausgedrückt. Und ja, deswegen finde ich, ist es auch eine wichtige Sache auf jeden Fall, dass man seine Spiele konstant und stabil spielen kann. Und ja, von daher wird es da auch noch einige Fixes geben, die dort anstehen. Und ich persönlich würde mir das auch sehr wünschen, weil das natürlich auch so eine Sache ist, wo man sich auch jedes Mal wieder um neue Ärger muss und Hass auf das Spiel bekommen kann, wenn eben die Server abschmieren. Und eben die Stabilität nicht gewährleistet ist, sowohl als auch teilweise Ingame-Stabilität nicht gewährleistet ist. Und das ist dann schon natürlich eine nervige Sache. Und solche Sachen werden natürlich auch noch behoben. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, es kommt ja Battlefield Hardline jetzt bald raus. Also in 3 Monaten, so März ist das ja ungefähr, kommt Battlefield Hardline raus. Und da hat man halt auch so das Problem, wenn ein neues Spiel rauskommt, dass die Konzentration natürlich auf Battlefield nicht mehr ganz so gerichtet ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass viele, viele, viele Leute Battlefield 4 weiter
weiterhin spielen werden. Und deswegen wird es da noch immer wieder Verbesserungen und Fixes geben. Yo, Freunde, ich sag mal so, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare. Ein bisschen Feedback ist immer cool. Und natürlich, weil wir eben darauf angewiesen sind, ich habe es jetzt wahrscheinlich jedes Mal gesagt, aber man kann es echt nicht oft genug sagen, ja, helft uns, unterstützt uns, helft uns aus der Patsche raus, ja, empfehlt uns euren Freunden und teilt den Link und ja, weiß was ich, was macht, was irgendwie, was in eurer Macht steht auch immer. Und ja, da sind wir euch immer sehr dankbar, wenn ihr sowas macht. Ja, wir müssen als Community Power zeigen. Na gut, alles klar. Ich hoffe, ja, euch hat es gefallen und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ciao.